Hallo und herzlich willkommen zum ersten Geschwätzblitz im neuen Jahr 2017. Hey. Yeah. Auf dem Wege, oder ist ein bisschen spät jetzt eigentlich am 6., oder? Nein, nein, Trotzdem, nein, nein, alles nein, nein. Gute Man für kann noch euch bis fürs zum neue Jahr. 19. Ein frohes Neues wünschen? Businessregel. Oh, okay, businessmäßig. Frohes Neues euch allen. Vieles nicht zu sagen. Beim Geschwätzblitz hat sich nichts geändert im neuen Jahr. Wir machen weiter wie bisher. Also gerne währenddessen auch mal eine Custom Challenge, also selbst konfiguriert, wo die Figuren am Anfang stehen. Und ansonsten mit 5 Minuten eine Challenge raus an uns und wir begeben uns in die Playzone mit dem Zufallsgenerator an der Hand und fangen einfach mal an, oder? Mit der 2, das ist gut, am Anfang nicht so viel zählen. Turmapfer. Was denn? Eins, zwei. 1, 2. So, auf geht es in die neue Partie. Gerne auch Eröffnungsvorschläge und Wünsche wieder eurerseits posten. Sonst würde ich sagen, machst du einfach den Start. Bin noch so, ich Kannst auch habe einfach nur ein die Eröffnung bestimmen. Nachmittagsschläfchen gemacht. Ich bin noch so ein bisschen dösig. Ja, Okay. okay, warte, ich bin weiß. So viel habe ich schon mal verstanden. Okay. Es sah erst aus, als sollte der bis nach E5 gehen. So. Ja, Karo Karo kann, kann. das haben wir selten. Ne? Hier, oder? Also irgendwie habe ich. Du hast das immer. Ich Ich beschleiche nämlich. das Gefühl, dass mindestens eine Figur am Ende mal nicht da landet, wo sie soll. Wenn du mit der Maus so So, aber schläfrig jetzt macht man weiterspielst. doch hier Springer G5, ne? Oder war das, ich Man kann auch verwechsel das immer. rausnehmen, Nein, dass nein, nein, ich verwechsel alles. das nur immer mit Französisch. Da habe ich das nämlich, glaube ich, schon mal fälschlicherweise gemacht. Och, ich auch. Springer G5. Oh. Oha. Jetzt, nee, dann war das jetzt hier falsch. Hä? Was? Wann macht man das denn nochmal? Es gibt doch diese Variante und dann geht eigentlich H6 nicht, weil man Springer E6 Ja, macht, aber das ist das in der geht ja hier. Oh Französisch-Variante. nee. Das fängt ja gut an hier. Ja. Na guck mal, jetzt habe ich Dann hier könnte der wunderbar zweite gedeckt. gleich rauskommen. Ja. So, oh, guck mal hier. Jetzt mache ich aber hier volle Kanone und dann mit Springer E5. Und dann Läufer E4, ist das? Na, F3. Alles in Butter. Alles super. Gut. Ich sag schon gar nichts mehr hier. Ja, du Ich. hast wahrscheinlich recht. F3 und dann auf Läufer D5, C4 und dann F4 hinterher. Voller Angriff. So, ich als Bitte. Chat-Chatter. Entreißt mir. Na, ich brauche die jetzt. Ich brauche die jetzt Ah, hier. ja. Ich habe schon jetzt keine Zeit mehr. Und am Ende sagst du dann immer, du kannst ja ganz gut blitzen, aber bitte ein bisschen schneller. Ja, Siehst du, und dann liegt es immer nur daran, weil du mir die Maus entreißt. Ja, wahrscheinlich. Ach, guck mal, ich mache jetzt hier mal. Also, du wurdest No risk, vermisst, no wird fun. hier gesagt. Oh, wieso? Wieso, weiß ich auch nicht. Also, ach, weil du das Weil ich letzte Mal letztes Mal alleine ohne gemacht dich hast. gewandert habe. Ja. Ja, zu Recht. Ich war selber am Ja, Schachspielen. also Christoph Helmer sagt auch, auf F6 nimmt man raus. Das ist auch so der Kenntnisstand, den ich habe. Und dann Ach nimmt er mit ja, dem und dann mit E-Bauern. Das hast C3 du doch, und. glaube ich, sogar schon mal gespielt. Ja, Habe ich doch schon mal bei dir gesehen. Ja, im. Ah ja, und dieses Opfer ist irgendwie im Karo Kann, aber mit Springer D7 statt. Hoppala. Jetzt geht's ja ab Jetzt hier. geht's rund, hä? Na, sieht doch nach einer Ich Mehrfigur dachte aus. erst so auf den ersten Blick, dass ich aus Versehen irgendwo geschlagen hätte. Das würde ich mir ja auch zutrauen. Na, das sieht doch gut aus. Eine Frage im Chat. Wen soll man denn hier bitteschön herausfordern, wenn man mal spielen möchte? Wir haben einen Nikolas, Gemeinschaftsaccount. Nikolas. Melikolas, genau, steht unterm Video. Ich blende es euch auch einmal ein. Hier die Großeinsicht, Ansicht und direkt neben Melanies Kopf. Seht ihr das ganz klein? Ja, Neben ja, ja. mich Ja, genau. Ja, da steht's. da. Genau, da steht's. Und wir gehen wieder in die Großansicht. Ja, Springer G6 hat ihn jetzt völlig aus dem Konzept gebracht, wie Ich es hätte auch scheint. Läufer B5 spielen können, ist mir so im Nachhinein aufgefallen. Der wäre vielleicht auch nicht ganz verkehrt Nee, ganz verkehrt wäre der nicht gewesen. Aber gewesen. so bin ich auch eigentlich zufrieden. Jetzt muss ich nur irgendwas mit meinem König hinkriegen. Tja, wo soll er denn hin?
Direkt König F2, König geht. Ja, doch, das hatte ich sogar überlegt. Aber ja, ich will erstmal meine Dame dann decken, also verbinden quasi mit dem Turm. Sonst steht die da so ungedeckt. Ja, das ist nicht verkehrt. Oh, und ich habe jetzt sogar geschafft, ja, einen Zeitvorsprung mir zu erkämpfen. Was? Das gab Prügel. Du musst es vielleicht erläutern für alle, die nicht gerade sehen, was der Gegner schreibt. Wurde hier im Chat. Oh, dann brauchen wir doch noch gar nicht aufgeben. Na, im Blitzen zumindest nicht, da gebe ich dir recht. Ja. Aber, ja, da muss ich sagen, da hast du mit F4, ups, warum kommt denn das jetzt so groß? Da hast du mit F4 ganz schön aggressiv gespielt. Auf die Kacke gehauen. Ja, und nach C5, ich glaube, das ist dann auch schon etwas gröberer Fehler, C5. Weil danach hast du ja sehr, sehr viel Raum. Ja, manchmal ist das gar nicht so gut, zu viel Raum zu haben. Weil dann wenn man alle Bauern quasi nach vorne schmeißt, dann können die halt auch schnell schwach werden. Aber hier ist, glaube ich, dadurch, dass ich halt auch nicht schlechter entwickelt bin oder so als Schwarz, geht das hier alles ganz gut. Ja, ich fand auch, das sah durchaus. War ein bisschen gekünstelt am Anfang, aber. Ja, jetzt merke ich mir das aber vielleicht endlich mal. Jetzt merkst du. Vor allen Dingen, ich habe noch so erzählt, ja, ich habe das schon mal bei Karo kennengespielt. Ja, nee, aber einer im Chat sagt doch, das wäre wohl im Karokan, aber erst wenn Springer D7... Ja, eben, aber ich sage das so und lästere über mein früheres Ich und mache es jetzt quasi falsch. Also, okay, verstehe. Jetzt die 6 von unten. 6. Oh, hier gleich Christoph. Der hat übrigens auch gesagt, wie die Variante richtig geht. Und na jetzt? Dann? Ja. E4, damit du möglichst viel Eröffnungswissen beisteuerst, bitte. Mhm. Und es geht los. Jetzt. Ja. Das machst du. Ja. Oder das? Nee, ganz ruhig. Okay. Ist egal. So. Jetzt die 3. Mhm. Und dann Läufer weg am besten mal. Ja, am besten bei hier so ein bisschen. Stimmt, wir haben noch unsere sächsische ausstehen. Oh, da freue ich mich. Dann sag mir mal auf 6. Nein, ich hab die, du musst das Feuer üben. Welchen Zug? Sonst Springer D2, Läufer G5. Ja, Springer D2. Ach nee, warte, eigentlich wäre H3 richtig. Sorry. Aber so passt das auch noch. Nur der Vorteil ist, wenn man Springer D2 noch warten, also zurückhält, dann kann man nach Rochade dann immer Läufer G5 spielen. Das geht jetzt offensichtlich nicht mehr. Ja. Vielleicht. Tja. Deswegen hätte ich... Aber über die Zugfolge hat er zumindest arg grübeln müssen. Ja, und nun würde ich sagen, rochiere ich doch. Oder Dame E2. Na gut, das ist so die Hauptverteidigung will ich es jetzt nicht nennen, aber... Nö, der beste... Allerbesten Aufbau. Okay, ja, Läufer E6, was mache ich denn da? Ja, das weiß ich auch nicht immer so richtig, weil eigentlich zieht man den ja weg. Nun? So, jetzt kannst du dir überlegen, ob du mit Rochade oder mit Springer F1 spielst. Aber vielleicht vorher noch H3. Das kannst du so oder so machen. Dann mache ich das so. Ja, aber dann kommt Springer G4. Ah! Was denkst du denn, warum man H3 spielt? Ja, das werden wir gleich bestimmt sehen. Bestimmt nicht, weil man keine anderen Züge hat. Ja, ja, okay. Also, Springer G4. Ja gut, hier geht vielleicht, weil der D5 dann irgendwie in einem Moment noch hängt. Na gut, da kann er ja zwischennehmen. Ja. Da werde ich gut, auch Primo E3 lesen. Hat man immer noch was. Ja, und Läufer E3 auch. Also, Springer G4. Läufer E3 willst du nicht machen, wenn der Springer da... Turm nach E8. Aha. Dann bereitet er bestimmt Läufer E6 vor. Soll ich da... Nein! Nein? Wieso denn das? Zugwiederholung machen oder was? Nein. Jetzt kannst du... Ich mach das mal und erkläre den danach. Der ist vielleicht gar nicht gut, aber die Idee ist, dass er jetzt nicht Läufer E6 machen kann. Ich hab mal eine Figur über die vierte Reihe gezogen. Ja, ja, und ich erzähle dir jetzt einfach, was Läufer ich mir dabei... Läufer E6 ist doch keine Drohung. Doch, ich will hier einen Schwachpunkt ausmachen. Und wenn jetzt Turm E7 zum Beispiel kommt, dann mache ich Springer G3, ja? Ja. Und Turm E7 finde ich auch komisch. Ich hätte den Turm zurückgezogen.
Ja, aber auch dann mache ich Springer G3 und jetzt hat er H6 gespielt und das ist Ja. eine Schwäche. Ja, aber nicht. Ja, es bringt dir ja nichts, wenn dein Springer jetzt auf G3 steht. So schwach ist Gleich es jetzt rein. auch nicht. Das Problem an H6 ist immer nur, wenn man schon H3 stehen hat, den du dich aber geweigert hast. Und mit kurzer Rochade bringt es dir dann eh nichts, wenn du H6 stehen hast. Ja, wenn, dann musst du das jetzt ohne Rochade Nee, ausnutzen. aber Na, das oh! hilft doch nichts. Ich kann da keinen Angriff rausholen. Da Aber ist nichts natürlich. anzugreifen jetzt. Das hast du Sorry? mir doch gerade erklärt, dass Springer F5 deine grandiose Idee ist, um H6 zu provozieren. Dann kommt H6, du bist stolz wie Bolle und sagst dann aber, ach nee, einen Nee, einfach. Angriff kann ich da Nein! jetzt Es nicht ging raus. nicht darum, hier anzugreifen, sondern H6 sollte Springer F5 etwas begünstigen. Oha, ist das überhaupt gut? So, Schatz. Ja, nee, jetzt brauchst du auch nicht wieder angekrochen zu kommen. Wenn du die ganze Zeit in der Eröffnung nicht auf mich hörst und jetzt plötzlich feststellst, dass was schiefgelaufen ist, dann kann ich dir zu dieser Einsicht gratulieren. Ja. Ja. Aber ja, Wunder kann ich da jetzt auch nicht mehr rausholen. Wunder, als ob hier Wunder notwendig wären. So schlimm ist es doch alles gar Nee, aber nicht. jetzt auch nicht so toll. Ich muss nur gleich mal einen grandiosen Zug machen. Sowas wie. Sowas wie Springer G5, ne? Ja, sowas in der Art nochmal. Ja, das wäre gut. Und zwar sowas wie erst H3 und dann Dame A7. Was hältst du davon? Dame A7, ist das wild? Einfach mal Drohung aufstellen. Mein Wild für dich gleichbedeutend mit sinnlos ist dann ja. So, jetzt, er macht nämlich auch sowas, ne? Greift hier den A2 an, so ein Schlingel. Aber von einem soliden Feld, wenn du erstmal auf A7 stehst. Naja, mal gucken, was geht, ne? Jetzt ist erstmal abwarten angesagt. Ja. Naja, also sehr symmetrische Stellung, aber du hast zumindest einen Springer auf F5. Gut, er kann auch schnell einen nach F4 stellen. Ja, Und das. jetzt Ich vermute. hält sich dein Vorteil in Grenzen. Vielleicht mal damit C5 irgendwie. Aber dann kommt Ja. immer Springer D3. Dann Springer E4. Hättest du mal H3 gespielt? Vom D3 ist auch unangenehm, Ja, das verhindert G3 ganz gut. Was war jetzt mit dem nochmal ja. verkehrt? Springer D3. Oh ja. Ja, du kannst dann vielleicht noch auf C7 nehmen. Ich weiß nicht. Vielleicht funktioniert's. Das könnten Kommt wir vom testen, CA. indem wir schnell spielen. Ah, okay. Ah, ich habe ein schlechtes Gefühl bei dieser Oh Sache. ja, ich auch, ne? Turm C8 hast du doch gerade gesagt. Ach, Ja, dann Springer Springer E7, E7. ja, oder Ja. direkt Dame C8. Das geht noch. Das geht noch. Ja, Migtal sagt es, die D-Linie in Feindeshand. Oh, ja, stimmt, das ist doof. Aber Dame C5 bereitet grandios G3 vor. Ist das was? Ist das was? Das ist was. Ja. Oh, und der Zeitvorteil, der ist jetzt auf unserer Seite. Kommt zum Tragen. Es sei denn, es gab wieder so eine Zeit, wie sagt man, wenn der andere so Probleme hat mit der Verbindung Ach und dann sieht so. man immer die Zeit Oh, es kam, es runterlaufen, kam, es kam, runterlaufen, es kam. runterlaufen und dann irgendwann kriegt er plötzlich wieder all seine Zeit dazu. Ja, aber das passiert eigentlich nicht so häufig. Ja, das. Beantworte mal kurz Niklas' Frage aus dem Chat. Nee, man braucht keine bestimmte Rating, um, also wenn ich die Frage richtig verstanden habe. Sag mal ganz kurz, was wir gleich machen. Turm weggehen? Oder Dame F8, um die Verwirrung noch zu perfektionieren. Dann macht das doch. Ja, also man braucht nicht eine bestimmte Rating, um hier gegen uns spielen zu können, sondern man muss Premium-Mitglied sein und zwischen all denen, die uns eine Challenge schicken, lassen wir dann den Zufallsgenerator entscheiden und zählen dann immer ab,
damit wir nicht ja, den gleichen häufiger nehmen. Also kann natürlich trotzdem passieren, aber dass wir dann nicht mehr schuld sind quasi. Ja, Carsten kommentiert hier gerade, dass nach G3, F3 und H3 schwach sein könnten. Aber dafür haben wir dann ein Luftloch. So, jetzt muss man schnell spielen und nicht matt gesetzt werden. Du musst vor allen Dingen mal gucken, was mit Dame H3 oder sowas dann. Nein, ja, der E8 nicht mehr. Okay. Jetzt ist Dame schlägt E8 eine Drohung. Hat er sofort gesehen. Hat er gesehen. Ja, dann mache ich jetzt so. Ja, langsam hast du dir ja jetzt auch einen Vorteil. Er spielt. Danke. Du musst aufpassen, dass deine genaue Dame nicht irgendwann weg ist. Ja, das ist ja jetzt verhindert. Ah, geh da hin. So, jetzt haben wir zwei Bauern schon. Ein Bauer ist immer noch huiuiui, aber zwei sind gut. Gute Sache. Ja, danke für die Partie, danke für die Italienisch-Lektion. Die du ja nicht angenommen hast. Die ich zum Teil angenommen habe. Ich habe sie zumindest immer berücksichtigt bei all meinen Überlegungen. Dame C5 fand ich war ein sehr, sehr interessanter Zug, den du vorgeschlagen hast. Was? Ich glaube, welcher? Dame C5? Ja. Ich glaube, wir stehen hier ein bisschen schlechter, weil, wie gesagt, die D-Linie besetzt ist. Dafür klein wenig Druck gerade. Also wenn C6 kommt, das hätte ich erwartet, dann ist es immer noch nicht so leicht. Hätte man über G3 nachdenken können und jetzt vielleicht sowas wie Turm D3. Kann unangenehm sein, muss es aber nicht. Also vielleicht löst sich das auch in Wohlgefallen auf nach irgendwie Dame schlägt E5. Weiß ich nicht. Oder Bauer schlägt E5. Egal. Machen wir die nächste Partie, oder? Ja. Aha. Was? Also es kam gerade die Frage auf. Nee, wer ist die? Nein, an mich? Doch nicht an dich, an Niklas 2006. Ah, okay, weil ich auch sehr oft Niklas genannt werde. Deswegen war ich gerade. Okay, Verwirrung zu Ende. Weiter geht's einfach. Ganz so frisch geblieben bist du dann doch nicht. Ah ja, schön wär's. Die 13. 6, 8, 10, 12, 13. Der Olaf schon wieder. Olaf kommt, glaube ich, fast jedes Mal dran, hä? Oh ja. Der ist ja vor allen Dingen heute auch nicht mehr so lange da, wie ich mitgelesen habe. Ja. Deswegen ist das ja cool, dass... Ich ziehe mal Königsindisch für dich. Mhm. Wenn dir das gefällt. Ja, darf ich denn auch bitte spielen? Sonst wird das ja wieder nichts. Dann siehst du, wie ich Königsindisch verfeinere. Mhm. Interpretieren nennt man das, wenn man einen Song, den es schon gibt, ganz schlecht singt. Hey, warte mal, ich bin gerade irgendwie verwirrt. Heute ist irgendwie das ist ja so dein täglich Brot eigentlich. Ja? Ja, aber irgendwie bin ich so gerade ein bisschen verpeilt. Warte mal, ich bin noch in der alten Partie. Christoph fragt nämlich noch, ob nach C6 nicht einfach der E5 fängt. Ja, ist richtig. ist richtig, ja. Ach, Olaf spielt zu schnell für mich. Jetzt das geht natürlich jetzt nur sehr speziell an Christoph, der die Partie wahrscheinlich noch im Kopf hat. Nach Dame C5 außerdem interessant wäre wahrscheinlich gewesen, Springer schlägt E4. Worauf ich auch noch nicht sicher war, was ich machen will. Springer E7 Schach oder Dame C7. So, ach, das ist jetzt ja glaube ich so einer von diesen Varianten, wo man nicht den Standard plant. Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich guck mal, was passiert. Das sieht irgendwie schon relativ crazy aus, was du da aufs Brett gestellt hast. Gut, das soll so. Ist hier der Olaf eigentlich total das Theoriemonster, ja, oder? Ja, zumindest kennt er sich in der Variante anscheinend aus. Aber gut, das ist ja auch, ist ja hier Bajonett. Ach, jetzt kann ich nicht D5 spielen. Oh, und mein C6 ist gefesselt. Zum B8? Ja, eigentlich normalerweise, aber da kommt auch nicht da mal B3 in der Variante, die ich meinte, kann man dann immer D5 spielen. Aber hier, oh, Jui, das geht ja hier gar nicht, ne? Nee. Es ist, glaube ich, schief gelaufen, naja.
Was machst du denn auf Turm D1 gleich? Das sieht echt. Obwohl, vielleicht damit B6? Naja. Ich weiß das nicht. Was denn, wenn ich mal hier C5 machst. auf da schlage, dann muss ja der C-Bauer. Wieso? Kann ich Na, der und nach Springer nehmen? Springer kann ich A6 machen. Naja. Aber ich muss auf jeden Fall schnell spielen. Aber was hast du jetzt nochmal genau dann? Nach C Nix, schlägt B? aber dann habe ich schon mal, kriege ich vielleicht eher D5 hin. Achso, was ist, wenn du Springer F5 machst, um gleich nach Ah D4 ja, zu du, hüpfen? das gefällt mir ganz gut. Ja? Vorposten. Wie schaffen wir es auch immer, unsere Themen aus der Lernstunde? Na gut, das sind Oh ja auch ja, so Vorposten. allgemeine Oh. Themen, dass sie ja in jeder Partie eigentlich vorkommen, weswegen wir sie ja auch behandeln. Ja, das spricht eigentlich genau für das Format, was jeden Montag 20:15 Uhr hier live für Premium-Mitglieder stattfindet. Wir ja, bemühen uns, das Mittelspiel mit all seinen Facetten Oh, jetzt darzulegen. geht es los. Achso, ist gefesselt. B4 ist ja fast sogar noch eine Möglichkeit, ne? Kann ich nicht auch Läufer E6 spielen? Ja, dann nimm. Also, wenn du auf. Ja, ich muss jetzt aber schnell spielen, Oh, Schatz. Du kannst okay. mir das jetzt hier nicht alles ausführlichst erklären. Ja, was gibt's sonst noch? Ich wurde gefragt, ob ich GM bin oder IM. Oder in Drachenblut gebadet. Nee, das verbinde ich nicht. Ja, noch IM. Also hoffentlich in absehbarer Zukunft dann GM. Achso, das geht ja gar nicht. Das geht. Ja, ich muss schnell spielen. Schnell spielen. Das war aber nicht so schlau. Naja. Naja. Ist wie es ist. Was machst du auf Dame E7? Da hätte ich was anderes gespielt. Ach, was anderes. Ja, das ist auch Egal. immer ein guter Zug. Aber du hast einen Bauern mehr. Das sollte doch. Welchen nehme ich? Damit es gleichfarbige Läufer. Ich will ja hier auf Gewinn spielen Ja, also dann. immer. Immer willst du auf Gewinn spielen. Ja. Also, was war nochmal die Frage? Du hattest doch gerade versucht, irgendwelche Fragen zu beantworten. Habe ich doch. Oder nicht Ach hinreichend, oder? so. Ja, dann war ich zu abgelenkt, um deinen Ausführungen zu folgen. Ja, zusammen sind wir. Ja, was sind wir zusammen? Sind wir zusammen eigentlich besser oder schlechter als einzeln? Nehmen wir, weil, also wir spielen ja auch oder Was wir geben ab soll? und zu simultan Ach nee. Veranstaltungen. Mist. Partnersimultanveranstaltung, was sehr interessant ist, denn man mag es kaum glauben, man kommt sich doch des Öfteren auch ins Gehege mit seinen verschiedenen Mist. Plänen. Ich weiß gerade echt nicht. Naja, Ja, aber Ja, es ist man. ja noch was Ja. anderes, ob man sich jetzt berät oder ob man. Was mit Turm C5? So einfach mal, um den Bauern dann nicht ganz so einfach Ja, ich dachte abzugeben. irgendwie, dass hier mein König dann noch zu unsicher steht, aber. Der Quatsch. Olaf, der lässt nichts anbrennen, ne? Nee. Kannst natürlich über Züge nachdenken, aber du hast Ja, jetzt. ich habe auch keine Zeit, Freundchen. Oh ja, Madame. Das. Darauf werde ich achten. Ja, es sieht so aus, als würdest du den C-Bauern leider verlieren, ne? Wahrscheinlich. Ärgerlich. Und dann habe ich leider noch nicht mal viel Zeit. Ja, du musst reden. Ich kann jetzt nicht mehr reden. Ich muss nämlich Okay, mich ich rede. konzentrieren. Deck den Bauern. Nein, nicht so reden. Unsere Zuschauer unterhalten. Okay, liebe Zuschauer, Olaf ist wirklich ein der bitteren Gegner. Und dabei zitiere ich aber nur, was im Chat geschrieben steht. Aber es stimmt einfach. Olaf, der liefert sich jedes Mal einen Kampf Haben wir aus. nicht das letzte Mal auch. Oh Mann, ich will hier. Wenn du jetzt. Ah, ich weiß nicht, ob das geht, aber. Was? Den? Ja, sowas. Also G4 könnte dagegen sprechen, aber dann hast du auch nichts verloren in dem Sinne. Nehme Du ich dann nimmst raus, ne? raus, nimmt er raus, König F5, König E6 nach Turm F1 oder so. Aber schnell spielen ist sowieso
deine Spezialität, deswegen rede ich dir da auch gar nicht weiter rein. Das Oha. War ja jetzt witzig, diese Aussage. Das war, glaube ich, ein Einsteller-Opfer im falschen Moment. Ja. So, jetzt muss ich nur noch das hier hinkriegen, schnell. Betonung liegt auf schnell. Zack, 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 boom. Und am besten ohne großartige Oha. Einsteller. Was ist jetzt? Nee, das sieht schon gefährlich aus. Was? Ich dachte, du machst... Hör bitte auf damit, mich so hier zu verunsichern. Indem du einfach hier rumschreist. Oh Gott, oh Hilfe, was passiert hier? Sieht doch so grundsolide aus, was ich hier mache. Ja, ja, sieht's auch. So, matt werde ich da auch nicht so schnell. Nehme ich erstmal alles weg im Zweifel. Ja, ja, alles, alles schlagen. Guck mal, er wird eher matt als ich. Naja, wobei er kommt hier noch ganz gut raus. König soll man aktivieren im Endspiel. Ja, das ist gut. Der aktive König. Siehst du, das macht er auch. Ja. So, Oha, das werde ich immer noch nicht, oder? Ich muss erst mal gucken, was hier die Idee ist, aber... Oh, das war blöd. Naja, ich dachte... Ich kann da eigentlich überhaupt nichts hinzufügen. Dass das blöd war! Nein, du machst das... Du machst das gut. Du machst das wirklich gut. Dem ist nichts hinzu. Oh, nerv mich doch nicht so hier. Olaf, Mensch. Nee, ich muss auch sagen, also vom Gefühl her ist Olaf mit seinem Rating von knapp unter 2000 etwas unterbewertet. Ja, würdest du das auch sagen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jetzt geht er da auch noch die Bauernstibitzen. Mhm. Ich muss nur aufpassen, dass ich meinen Turm hier nicht einstelle, quasi hinterrücks. Ja, genau. Oder irgendeinen anderen Turm. Einen von vielen Türmen. Und du hast ja so viele. Na, da wird er wahrscheinlich nicht nehmen. Okay. So. Och, der hat immer noch einen Trick auf Lager. Egal. Ja, jetzt solltest du ganz furchtbar schnell spielen. Ja, ha. Okay. Wow! Also, deine Blitzfertigkeiten, ja, das heißt insbesondere das schnelle Ziehen, das wird dir von Mal zu Mal erstaunlich schneller. Sehr, sehr gut. Ja. Nicht so von oben herab, bitte. Sehr, sehr gut. Hey. Von unten herauf. Das ist einfach nur ernst gemeintes Lob. Vor allem hast du das dabei auch noch sehr, sehr sauber gespielt, muss ich sagen. Fand ich echt beeindruckend, deine Technik. So, bevor ich jetzt schon wieder gleich was sage, was irgendwie nicht gut ist. Ich mach das gleich mal auch mit dir, dann müssen wir mal sehen, wie das ist. Der Colin. Naja, es ist ja nur so, dass das ganz besonders schnelle Ziehen nicht immer zu deinen Stärken zählte. Da habe ich es damit schlimmer gemacht? Ja. Total. dahin. Okay. Benoni oder nix Benoni, nix Benoni. Vielleicht noch, wenn du es dir wünschst, kann ich das immer noch anstreben. Mir ist das egal. Völlig egal. Okay, dann machen wir jetzt hier diese komische... Ich werde jeden Scheiß loben, den du hier machst. Sehr gut, dass dein Läufer entwickelt. Das war ja sonst immer nicht so ganz deine Stärke, aber heute hast du es echt hingekriegt. Und in welchem Tempo? Boah. Dankeschön, ich habe nur ein klein bisschen Zeitnachteil. Aber danke. Das bedeutet mir sehr viel. Ja, aber so ist das. Ihr Männer, ihr versteht das. Nee. Genauso wie das einer im Chat schreibt. Es ist so nett gemeint, aber die Frauen verdrehen die Augen. Da bist du nicht die einzige Frau. Ich glaube, das geht jedem Mann so und jeder Frau so. Da will der Mann nett sein. Das hat gar nichts mit Frau-Mann zu tun. Das ist auch, wenn man Kinder zum Beispiel für irgendwas lobt, was selbstverständlich ist, was die machen, dann bewirkt das das Gegenteil. Also es ist schon wichtig, mal zu loben und anzuerkennen, aber wenn du ihnen jetzt sagst, boah, super, du hast die Aufgabe gemacht und das war
eine Pipi-Aufgabe, dann kommt sich das Kind dann auch ein bisschen veräppelt vor. Und genau so geht's mir. Mhm. Okay. Da habe ich ja wieder was gelernt. Psychologisch mäßig. Mhm. Ja. Ja. Einzig Kritik, das muss ich auch sagen, so das Qualitätsopfer, ne? Es wurde gerade im Chat auch nochmal angesprochen von. Ja, gut, aber Olaf. In der Position war es, glaube ich, schon schwierig, oder? G4 hätte es, glaube ich, noch. Stimmt. Und, naja, gut, man muss dazu sagen, er hatte davor durchaus die Möglichkeit, den Bauern zu gewinnen. Mhm. Das wäre natürlich nicht verkehrt gewesen. Springer am Rand bringt Glück und Zufriedenheit, war das so? Eröffnungswunsch, erstens G4 müssen wir uns merken. Ja, was? Ich mach das, wenn du zu feige dazu bist. Boah! Provokant ohne Ende. Wenn du zu feige dafür bist. Du bist hassenswert. Danke. Ich hab's rausgelesen aus dem Chat. Das ist ja nicht ist erst seit heute so. Hat nicht jeder eine hassenswerte Seite? Oder zwei? Ja, man sollte aber versuchen, die nicht raushängen zu lassen. Raushängen lassen? Oh. Okay, beschleunigter Drache, das können wir auch mal probieren. Carlsen spielt aber eher den normalen Drachen, oder? Oder spielt er auch den beschleunigten? Ich glaube eher den normalen. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Nakamura, glaube ich, viel Drachen spielt und da immer so ein paar Neuerungen raushängen lässt. Das Wort hat sie jetzt angetan. Ja, und jetzt bin ich gerade dabei, hier einen Gewinn zu errechnen. Viel Freude damit. Ja, weiß ich nicht, ob es geht, aber man muss ja mal zugreifen hier. Und das war ein weiser Satz aus dem Chat. Ja. Frauen zu loben ist wie Topfschlagen auf einem Minenfeld. Ja, ja. Ja, und da muss ich jetzt Carsten aber mal 100% zustimmen, solange es kein Fake-Lob ist. Was ist ein Fake-Lob? Es klingt so wie Fake-News. Ein Fake-Lob ist entweder eins, was nicht ernst gemeint ist, oder was, naja gut, das ist dann vielleicht nicht Fake, das ist dann einfach aber kein Lob, wenn man für irgendwas lobt, was selbstverständlich ist. Ja, aber da, ist also das jetzt Gegenteil. Ohne, dass das irgendwie doof klingen soll, aber es ist ja nicht selbstverständlich. Aber guck mal, stell dir mal vor, ich würde... Das machst du ja meist nicht. Das lasse ich jetzt erstmal so stehen, bevor ich mein tolles Beispiel bringe. Sag nichts Gemeines heißt, jetzt. Doch. Nein, nein, das also, machst du nicht. Nein, okay, das muss ich vorher sagen, ist jetzt nicht auf Nico bezogen, aber stell dir mal vor, ich würde jetzt sagen, oh, schön, Schatz, du hast nicht neben das Klo gepinkelt oder so. Das ist doch dann kein Lob. Das wäre nur ein Lob, wenn du das sonst immer geht machen so. Würdest. Aber ein erfrischendes Beispiel, ne? Ja, fand ich gut. Oh, jetzt kommen ja schon langsam so viele Aldierchen, Anfragen. Ja, Wunderwaffe. Das war schon mal der Wunsch. Ich hab's, glaube ich, auch gespielt, aber so ein bisschen mit der Frage, wieso? Hä, wieso? So eine normale Eröffnung. Ja, wenn ich das mit Schwarz spiele, dann das ist ja nur so ein bisschen Konter geben, ne? Weil in der Regel ist es ja schon so, dass man sehr viel Raum weggibt. Imperial ist heute auf Krawall gebürstet, habe ich das Gefühl. Dum, 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 Krawall. Ja. Ah, ich begebe mich hier in komische Sachen rein, weil du nicht hilfst. Guck, jetzt ist hier schon fast matt. Wer jetzt? Ja, ich. Wir. Nicht ich, wir. Doch, wenn matt, dann du. Wenn Sieg, dann ich. Ja, so fürs Chat lesen, ja. So, also was war Russisch mit Schwarz wäre auch nett zu sehen. Russisch. Was passiert denn hier jetzt schon wieder? Also,
Ich bin nicht zufrieden. Nö, ja, ich auch nicht, nee. Nee, find ich nicht gut, was hier passiert ist. Nee. Dein einziger Vorteil ist die Zeit. Diesen Vorteil solltest du dir bewahren, sonst ist ja aussichtslos. Die Stellung ist aussichtslos. Da war doch eine Qualle mehr, also. Ach so. Ja, ach so, es steht doch da. Wo steht das? Na, auf dem Brett steht es. Qualle mehr. Ach Gott. Ey. Kommunikation mit dem anderen Geschlecht. Das ist nicht immer einfach, hä? Auch das ist hier wieder nichts Geschlechtsspezifisches. Das ist generell Kommunikation, ist die Herausforderung des Alltags. Ah ja, okay. Dann kommunizier mal bitte, wie ich hier... Mit Dame C5. Ja, ist ja nur ein Damentausch. Ja. Nee, das ist ein Einsteller. Er nimmt und nimmt auch D5. Was will ich mir? Ich will eine Gewinnstellung haben. Ah, das ist auch gefährlich. Ja, das war irgendwie auch ein Mist. Einsteller. Was nee, nein, ach. Alles was? Furchtbar. Jetzt kommt da ein Schach. Ach nee, dann kann ich ja noch da alles. Nee, nix ist gut. Oh. Tja. Ja, komm, jetzt spiel schnell hier. 17 Sekunden wirst du ja wohl noch. Ja, ich spiel schnell. Knacken. Alles im Griff hier, oder auch nicht. Das muss man immer machen, weil. Hä? Achso, geht auch so. So. Mm. Dahin. Ja, alles ganz, ganz schön. E6, ne? Also eigentlich müsste man fairerweise jetzt ein Remis sogar annehmen. Passt. Naja, gut, jetzt nicht mehr. Okay, jetzt ist auch die Stellung wieder okay. Aber lass kein Dauerschach zu. Habe ich nicht vor. Huiuiuiui. Colin, das war ganz schön knapp. Also, ach ja, Olaf, viel Erfolg beim Blitzturnier. Achso, ja, auf geht's zum Blitzturnier, schreibt der Olaf. Wir verabschieden uns und wir verabschieden ihn. Ja, also uns von ihm, ja. Genau. Naja, also keine Ahnung, hier, das war schon eigentlich. Was war das? Hier die Stelle, ja, mit Springer B3, also neben Springer B3, Qualle mehr, ne? Der Rest war Unfug dann, meinerseits. Unsererseits. Ne, der Unfug war natürlich nur meinerseits. Ja, ich habe irgendwie mal mitgekriegt, dass wir eine Qualle gewonnen haben. Das heißt, ich habe überhaupt keinen Einfluss auf die Partie. Der Zufallsgenerator wird auf 202 erhöht. Und dann machen wir mal 20. Und machen weiter. Die 18. Wollen wir mal grob überschlagen? Kommt das hin? Wie grob überschlagen? 18, 12, 14, 16, 18, der Nico. Ja, gleich machen wir 25, dann zählen wir hier mehr, als wir Schach spielen, aber es soll ja immer fair bleiben. Ja, schön, dass so viel los ist. So, hier Namensvetter gegeneinander oder willst du? Ich will. Du willst, okay. So, was hatten wir jetzt für Vorschläge? Also Russisch könnte ich... Oh Gott. Dann mach du das, du kannst Russisch, dann mach doch Russisch. Ja, Russisch kann ich ja noch weniger. Okay. Also ist beides recht spaßig wahrscheinlich. Zuzusehen? So, bis hierhin weiß ich noch, danach weiß ich nicht mehr. Oha. Da bin ich schon völlig aus dem Buch. Naja, ja, aber okay. Ihr habt es so gewollt. Ja. Was kann man sonst noch so erzählen? Nee, wir können mal fragen. Wir wollten ja am Wochenende irgendwas unternehmen. Was habt ihr denn so für Vorschläge? Ja, aber eine Freizeitgestaltung von bis zu 3 Stunden ist gesucht. Bis zu 3 Stunden? Jetzt steht man hier so hinten drin. Das ist irgendwie immer so. Ja, deswegen sage ich ja, wieso wünscht man sich denn sowas? Das geht hier raus an den Zuschauer Drachenblut. Warum wünscht man sich das? Naja, ich finde, mit Weiß ist es manchmal schon unangenehm, aber da wissen die Schwarzspieler ja auch, was sie machen. Ja. Und ich weiß das ja nicht. Auch wenn das ja schon gewisse Ähnlichkeiten zu Königsindisch hat, aber irgendwie steht mein Springer hier so.
jetzt kommt gleich noch G4 oder so ein Spaß. Dann hat er aber alle Bauern gleich auf der mindestens vierten Reihe. Nee, ich guck mal, ob ich hier überrannt werde oder ob das noch dann geht. Dann gehst du jetzt wieder gleich zurück. Ja. Die Nachjubel. Escape Room, sagt der Christoph. Oh das, ja, das haben wir schon gemacht. Das ist schon echt cool. Mhm. Ich habe mir das einfacher vorgestellt, muss ich sagen. Es war, wir waren in Leipzig. Ich habe dir doch erzählt, wie tricky das ist. Und das ist, es macht ja auch nur Spaß, wenn man am Ende keine Zeit mehr hat. Wenn man das total easy peasy schafft, dann ist ja nichts, dann ist ja kein Kitzel. Ja, aber es ist so ein bisschen, weißt du, gucke ich Sherlock Holmes und dann denke ich, ich scanne den Raum und dann weiß ich direkt, wo die Hinweise sind. Aber das ist ganz schön versteckt alles. Also Escape Dabei Room war der in Leipzig noch nicht mal der Beste. Den ich gemacht habe. Nicht mal der Beste, also was heißt der Schwerste nicht, oder? Ja, also in Braunschweig, der ist richtig, richtig cool, total tricky und auch mit ganz vielen soll ich nicht F6 spielen? Was nicht? Ich muss ja E6 irgendwas machen. Ach so. Das ist ja schön, Na komm, wir machen hier Harakiri. Ja, oder du machst sowas wie da mit C8 oder so. Wow. Das meinte ich mit Harakiri. Du bist ja völlig verrückt, aber okay. Ja, warte. Oh, hier uns wurde Hai geschrieben. Hai, Nico. ja, und der war vor allen Dingen mit mehr so, also der in Leipzig, das war halt einfach ein Raum. Und der sah aus wie ein Raum mit Schränken und so und nichts Besonderes. Aber der in Braunschweig, da hatten wir, waren wir, glaube ich, im Moonraker oder so. Und das war dann alles so richtig cool wie so eine Rakete und dann hat das auch gedampft und das war halt einfach was anderes. Und spektakulär. Also der in Leipzig war auch, hat auch Spaß gemacht. Ja. Und der in Hamburg, da war ich auch schon, der war mir ein bisschen zu einfach. Das war dann nicht so, es hat nicht so viel Spaß gemacht dann. Aber ich glaube, die haben auch nicht so richtig gut aufgepasst. Die haben da auch nicht so richtig gut aufgepasst und haben irgendwie zu schnell Tipps gegeben. Obwohl, das ist dann halt auch blöd, wenn man eigentlich noch genug Zeit hat und auch da noch nicht so lange dran rumgerätselt hat. Ja. Gruselkabinett wird sie noch vorgeschlagen. Das weiß ich gar nicht, was das ist. Sowas gibt es immer auf dem Jahrmarkt, ne? Also ja, in Hamburg eine... zum Beispiel, dieses Dungeons, das ist so... Ach das! Ja. Jetzt hast du doch so vielfältige Möglichkeiten, hier Material zu gewinnen. Da muss doch irgendwas dabei sein, was vollends überzeugt. Hä, wo? Ich sehe keinen. Springer 4, A5 vielleicht? Wieso den 4er? Ich würde lieber... Ach so, weil das hier hängt, ja. Okay. Naja, ansonsten, was gibt es sonst noch? Wir können eine Partie Schach spielen, das wurde noch vorgeschlagen. Darauf habe ich gewartet. Das machen wir doch sowieso, jeden Tag. Ja, immer stehen wir extra früh auf. Ja, halt, also immer vor der Arbeit eine Turnierpartie, das ist das Ziel, ne? Oha. Und wenn du jetzt da alles rausnimmst, erst auf G4, dann auf E5. Das sieht überzeugend aus. Das sieht jetzt nicht so aus, als würdest du noch einen Bauern gewinnen, weil er ja inzwischen nimmt. Oder auch so, ja. Aber du hast einen Bauern mehr. Ja, und jetzt auch noch ganz gute Stellung, ne? Jetzt sind auch meine Figuren alle aktiv. Wobei, weiß ich noch nicht, wo ich damit hin will, aber... Ja, das ist halt Eierchen, ne? Das ist immer so eine... Immer so eine Sache. Ja. Du wirkst so. Ja, nee, ich nehme das alles gespannt auf, die Vorschläge, aber... Nichts dabei, was dich nichts überzeugt dabei, nee, hat, ja? Also da müsst ihr kreativer werden, liebe Community hier. Bowling? Ja, Bowling finde ich so in... so, nicht so spannend, aber es gibt auch zum Beispiel so mit, wie heißt das denn, Schwarzlicht oder so? Ja, und da gibt es immer einen Shot, wenn du was versenkst. So was wusste ich jetzt gar nicht. Das ist Disco Bowling.
Also das kenne ich da, wenn das Fahrtlicht angeschaltet wird. Ja, nee, ist klar. Wie wäre es dann mit einem positionellen... Wow, ja gut, das vielleicht Ja, auch. geht aber noch nicht so richtig. Ja, ich nehme den Ich dachte an G5 hier. Aber als im Trick. nächsten kann ich da doch nehmen. Ja, dann nimmt er mit dem Läufer, er geht ja nach Ach so. D2. Aber jetzt G5 und das ist der Zug, der eigentlich ihn widerlegt. Also, G5. nein, aber Wie? das Hä? ist immer so die Der Idee. steht doch jetzt gut. Wer? Der Bauer. Schwarz. Ja. Eichhörnchen steht jetzt gut. Ja, stimmt, Eierchen. Ja, für den, also umgekehrt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Diese ganzen weit vorgerückten Bauern, jetzt kannst du mit dem Springer nehmen, dann hängt der D2. Diese ganzen weit vorgerückten Bauern, die können schwach werden. Und das ist halt eigentlich immer so das große Ziel im Eierchen, dass man, ja, dass man so eine Schwächen provoziert und irgendwann ausnutzen kann. Das war zwar, naja, ein Krampf will ich nicht sagen, aber zwischenzeitlich, da muss man echt Man Geduld muss haben. ja. Das ist ja. Huiuiui, auch als er noch mit H3G4 ankam. Ja, eine Hier, da H2, ist ja mein alles Schatz. ganz weit. Ich habe Haben wir meine schon gemacht. Aktivität, haben wir schon gemacht, aber ja nicht durch den ganzen Harz. Wir machen nichts zweimal. Nein. Ja, wir waren da auch schon auf dieser, wie heißt die, diese Tal, nee, Schluchtenbahn bei Thale. Oh ja, das ist eine Empfehlung an alle, die nicht so weit vom Naja, Harz wohnen, ne? ich fand das nicht so spektakulär. Ich fand's cool, doch. Was war denn Ja, jetzt du die hattest ja 14? vorher auch voll Schiss und warst dann erleichtert, dass es dort nicht so schlimm war. Ja. Du bist manchmal ein gemeiner Mensch, weißt du das? Aber ja, ich hatte großen Respekt vor der Höhe. Das ist so ein Schluchten-Tal, Sperren, Schluchten-Seilbahn oder so. Ja, du hast hier einen Berg und hier eine Schlucht. Und dann hat man. Jetzt brauche ich noch ein Seil. Bitte, man reiche mir das Seil. Mein Was Finger. machst du? Dann hat man ein Seil. Und da rutscht man dann runter, so kopfüber quasi. Ja, ich glaube, jetzt kann sich das jeder ganz gut vorstellen. Ja, was machen wir denn hier mit E4? Das ist natürlich so eine Sache. D5 ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob Was das hast denn hier Mainline jetzt ist. eigentlich gespielt? Ich spiele auch passiv-aggressives Schach. Na, und welche Eröffnung hatte dieser Name? Was? Welche Eröffnung hatte dieser Name? Ja, genau. Ja. Ja, stimmt, beschleunigter Drache. Ja, es geht ja nicht gegen C4, ne? Da muss ich mich aus der Affäre ziehen. Das Ich stimmt. versuche alles möglich zu machen. Und es sieht ja auch noch so ein bisschen Sizilianermäßig aus jetzt, oder? Mit fehlendem E-Bauern, aber sonst. Dafür ein bisschen ein paar Tempi mehr. Ja, also wir sind in Braunschweig beheimatet. Um die Frage zu beantworten. Ja. Ja, sieht doch gut aus hier. Ja, danke. Haben mir größte Mühe gegeben, diesen Bauern zu gewinnen. Und jetzt gebe ich mir große Mühe, den zu behalten. Ja, ich würde gerade sagen. Ja, aber es sieht gut aus. Ich bin guter Wieso haben wir Dinge. denn noch immer keine Elo dazu gewonnen? Wir haben mit 2660 angefangen. Also es geht, aber es Aber hatten geht. wir nicht schon mal 2680? Ach ja, und dann haben wir verloren Das kann passieren, ja. mal. Naja, mehr als wir in Realität Was? jemals erreichen werden wahrscheinlich. Ach Quatsch, man muss mal positiv denken. Und du hast die Tasse. Ach ja, aber Zeig das sie. heißt ja nicht, dass ich 2677 haben werde. Da reicht ja 2501 oder nee, 2500, oder? Es reicht auch, dass du die 2,5 nie gehabt hast, sondern nur virtuell. Ja. Ja, das stimmt. Frage, wie lange wir noch spielen? Naja, noch eine Dreiviertelstunde ungefähr. Oder? Ja, Ja. doch. Also noch genug Zeit für die ein oder andere Runde. Oh, Lasertag, ja, das finde ich gut, das macht nur zu zweit. Wir haben ja keine Freunde. Ja. Dann doch, zwei andere Personen kenne ich in Braunschweig. Doch. Zwei Zwei haben wir haben in Braunschweig. wir. Ich kenne Ja. auch noch welche. Ja, doch, ein paar Menschen haben wir ja schon kennengelernt. Wenn wir alle zusammenziehen, dann können wir ein Lasertag-Team Ach, dann können wir noch viel erstellen. mehr.
Schon allein meine ganzen Arbeitskollegen. Na gut, weiß nicht, ob die Lust haben auf Lasertag. Hilf jetzt mal lieber. Du erzählst nur irgendwelche Sachen von Lasertag. Du guckst, ich, ja, also ich weiß, gucke mir jede Partie von dir an. Ja, ich bin hier, ich bevorzuge unsere Chat-Teilnehmer. Ja, okay. So ist das halt. Ja. Ich lobe die ganze Zeit. Ja. Und dafür. Man muss ja Prioritäten setzen. Ja. Was passiert denn sonst noch? Eintracht Braunschweig, da kann man natürlich hingehen. Ne? Naja. Ein bisschen Fußball. Nee, besser nicht, sonst geht es mir eher wieder Gesundheit. Ja, ja, danke und Entschuldigung, sagt man doch jetzt, oder? Ist das nicht mehr, ist das nicht modern? Ja, neue Knicke. Oh, ich hatte neulich eine Situation, da weiß ich auch nicht, wie man das richtig macht. Das war nach einem Vorstellungsgespräch und da waren der Manager, mit dem ich das geführt habe, der sowohl älter als auch höheren Rang hatte quasi als ich, der Bewerber, der auch schon sehr erfahren war und auch ja, eine Managerposition hatte und ich als Frau und dann wusste keiner, wer zuerst durch die Tür geht. Also, mit dir als Frau? Ja, ich habe das ganze Konzept durch den... Ach so, weil du ja eigentlich das Vortrittsrecht als Frau genießen solltest. Ja, ja, verstehe. Dann nehme ich noch da. Also, wer sind wir von Beruf her? Ich bin Personalreferentin. Das heißt, ich stelle ein. Melanie hat Jobs zu verschenken. Ja, das geht so. Zack, 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 zack. Also, wenn ihr nach Braunschweig. Nö, muss gar nicht in Braunschweig. Wir haben 5 Standorte: München, Münster, Braunschweig, Hamburg, Köln. Wenn jemand Achso, in SAP welcher Branche muss er SAP-Kenntnisse, IT-Fachkräfte. IT-Beratung, digitale Transformation, wenn sich jemand damit auskennt. Ja, dann meldet euch bei Melanie. Ja. Ich bin angehender Jurist. Also ich habe jetzt bald meine Prüfung. Und dann, ja, ein bisschen... Rechts verdrehen klingt immer so komisch, aber irgendwer muss es ja auslegen. Ja, oder? Wieso sagst du das denn selber? Sag na, doch ja. Sowas wie Recht sprechen. Na, da müsste ich ja Richter werden. Nein. Aber das kann ich natürlich auch so probieren, einfach Recht zu sprechen. Da, wo ich was sage, ist Recht. Ja, Amando lässt ein bisschen die Zeit runterlaufen. Oh, hier, deine Lieblingsfrage, mein Schatz. Wer ist stärker von euch beiden? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es auf Schach... Also im Schach ist Nico stärker, muskelmäßig bin ich stärker. Nee, also ich sage immer, dass Nico stärker ist, aber ich bin erfolgreicher. Also ich habe mehr Elo, sagen wir es so, oder? Das ist, ist das ein Kompromiss? Du bist ja auch besser als ich. Da braucht man ja gar nicht diskutieren. Da wurde einfach Recht gesprochen. Ja, genau. Ja, im Arm drücken sie. Hm. Na, das hoffe ich zumindest nicht. Na, haben wir schon mal. Du kannst hier nicht so vorlaut. Wollen wir das mal machen? Aber das kann man mit der Kamera nicht so gut einfangen. Du willst jetzt Arm drücken gegen mich, ja? Das willst du nicht. Auch da würde ich, also was heißt auch da? Nein, ich glaube, da würde ich eher gewinnen als im Schach. Das, ich glaube, deine Chancen sind im Armdrücken schlechter als im Schach, ja, na klar. Naja, aber wenn wir um die Wette joggen. Ja, Joggen, Ausdauer, da bist du dann. Melanie fährt täglich eine Stunde Fahrrad. Was soll man da ausdauermäßig denn dagegen halten? Ich nicht. Also, ja. Nee, da kann ich nichts zu sagen. Amando, hat sich gut gehalten, kann ich sagen. Hat keinen weiteren Materialverlust erleiden müssen im Laufe der Partie, nachdem das ja mit einem Minusbauern anfing. Endstellung, ja, ist halt besser für Schwarz, aber ist natürlich noch eine Aufgabe, das hier zu gewinnen. Aber Zeit ist halt auch ein Faktor. Ja, genau. Nicht nur Geld, sondern auch ein Faktor. Zeit. Hm. Zeit ist Geld. Ja, jetzt wollte ich eigentlich noch was schlau... Ach nee, ich wollte erzählen,
dass wir jetzt eine, wie heißt das, Sit-Up-Challenge am Laufen haben? Heutzutage macht man alles nur noch in Challenges. Genau. Und sowas machen wir auch gerade. Ah, oh, jetzt haben wir hier was angestoßen. Armdrücke. Ja, das geht leider nicht mit der Kamera hier. Außerdem haben wir unseren Tisch, können wir hier nicht so, das lässt sich schwer realisieren. Also ich weiß, Melanie hat schon Muckis, aber zum Glück nicht überproportional. Nee. Das, war das jetzt dann irgendwie ein das war Lob? Okay. Das war okay. Gut, dann kommt jetzt für dich die Nummer 15. Du wolltest doch auf 25 erhöhen, aber gut, jetzt sind wir nicht mehr so viele. Jetzt passt es, war nicht unfair. War nicht so unfair. Also beschleunigter Drachen, wenn es geht. Ja. Aber ich denke, wir werden das. Ja, beschleunige den Drachen mal. Wir werden das nochmal machen mit dem Armdrücken. Und dann werden wir das Ergebnis nachliefern. Ja. Achso, ja, Sit-Up-Challenge. Was ist da? Ja, eigentlich gibt es das in ganz vielen. Push-Up-Challenge, Sit-Up-Challenge, alles Challenge. Ich finde nur, das fehlt mal noch für Schach. Die Schach-Challenge. Also hier gibt es ja, auf Chess24 gibt es ja einiges. Taktikaufgaben und so. Was jetzt noch? Aber so eine Steigerung von Tag zu Tag, mache heute dies, mache morgen das. Vielleicht machen wir das mal, dass wir die Schach-Challenge... Ja, dass man dann immer sich, also ich finde sowas immer motivierend, wenn man dann... Weil man sich halt immer steigert. Ja, genau. Ja. Und wenn man das auch tracken kann, wie viel man gemacht hat, dann kriegt man am Ende des Monats so eine Übersicht. Oh, du hast diesen Monat ja nur 2 Taktikaufgaben gemacht, das war nicht so genial. Mhm. Zum Beispiel, ne? Ah, was denn? Nix. Das macht man so. Das macht man so nicht. Doch. Nein. Doch. Du stellst einfach eine Figur ein. Wieso? Dame A4. Du hast nicht rochiert. Ach, oh! Das habe ich ja überhaupt nicht gesehen. Du hast, glaube ich, jetzt schon wieder also total viel durcheinander geworfen, weil es gab mehrere Stellen, an denen du fast breit gewesen wärst jetzt schon, ja. Was laberst du? Na gut, dass ich nicht rochiert habe, das war tatsächlich... Oh Mann, das ist... Das Problem, wenn man so viel quatscht. Ja, dann quatsch doch nicht. Das ist einfach Geschwätzblitz. Ja, dann quatsch zur Partie. Was hast du gerade erzählt? Die Schach-Challenge und ja, so. Ja, dass ich mir sowas wünsche. Melanie, spielst du auch mal wieder in Hamburg ein Turnier? Was ist denn mal wieder? Was war denn dein letztes in Hamburg? Ich habe da mal schon ein Blitzturnier irgendwie gespielt. Was denn? Ja, mach, lass dich nicht mal ansetzen. Ja, ich dachte dann Dame H3, deswegen wollte ich überlegen, ob ich gleich F5 oder sowas mache. Ja, was gibt's denn in Hamburg für Turniere? Das ist die Gegenfrage. Pauli gibt's immer. Stimmt. Aber das gab's letztes Jahr ja auch nicht, oder? Das ist letztes Jahr, glaube ich, ausgefallen. Ja, das hatte irgendwelche komischen Gründe, ja. Das hat die Gründe, dass St. Pauli immer auf die Fußballer aufpassen. Also achten muss, weil die halt da ja die Räumlichkeiten oder irgendwas. Okay. Ja, so ist das. Ach ja, mehr Glück als Verstand. Das hat's gut zusammengefasst. Sollen wir da mal A3 spielen oder so? Nee, Junge, erstmal hier. Vorposten auf C5 zugelassen. Ach so, ich habe ja selber jetzt aber einen. Das ist ja viel relevanter. Rausnehmen, König G7. Ja, und dann beruhige ich mal irgendwas. Später. nicht heute. Später sprechen. Nee. Man muss das ja nicht übertreiben. Nee. Bitte was? Und dann macht das ja jetzt dann vom Rüber. Boah. Ja, in Hamburg gibt's eine Regatta.
Und Elbphilharmonie-Eröffnung. Ah ja. Das ist doch kein Schachturnier. Nee, das hat mit Schach wenig zu tun. Aber Hamburg ist eine der schönsten Städte Deutschlands. Danke, dass du meine Sätze vollendest. Wenn ich dich nicht hätte, dann wüsste ich gar nicht, was ich sagen will. Ja, ja, danke. Gern geschehen. Zum H für zum ja, H. Also, also jetzt hast du mich auch völlig aus dem Konzept. Der größte hat einen der größten Vereine. Ja, und Schachleben an sich, ne? Also mit dem HSK, da geht schon die Post ab. Ist schon cool, wenn so ein Schachverein sich ein Vereinsheim kaufen kann. Ja, das will Leipzig jetzt auch machen. Ja. Wollte ich nur mal so anmerken. Ja. Naja, nur will machen und hat ist natürlich auch noch ein kleiner Unterschied. Jaha. Kannst du was spenden? Eine Frage. Wer ist der stärkste Spieler, den ihr je im Turnierschach besiegt habt? Melanie? Turnierschach, da zählt Schirov nicht, ne? Nee, das war... Obwohl, es war... Ich finde den Begriff Turnierschach immer so verwirrend. Es war ein Turnier, nur ein Blitzturnier. Genau. Ja, also ist ja so, klassische, ne? Bedenkzeit. Dann war das wohl Graf oder Berilovic. Berilovic. Ich glaube, Graf war stärker. Ja. Ja, du hast... Oh, Turm G4. Du hast natürlich da ganz, ganz gute Leute schon geschlagen. Das weiß ich, ja. Aber du hast besser. Nö, ach nö. Ich weiß gar nicht so genau. Also bei mir, also ein 2-7er habe ich persönlich noch nicht geschlagen, aber auch erst sehr, sehr selten gegen gespielt. Aber, ja, das hat man noch nicht so oft, ne? Ich habe ein, zwei, 2-6er mal besiegt. Ja. Muss ich jetzt hier... Das ist schon nervig, ne? Und dann kommt der auch Springer. Dann mach doch König F5? G8. Was mit F5? König das ist G8 besser. Ist viel... Nein, dann hängt der E6. Das ist doch kann egal. Schatzi, lass mich spielen. Jetzt ist ja alles verstellt. Das ist doch voll gut. Ja, das ist voll gut. Springer Hä? D7, was Springer du machen? E5. Ich wollte den genialen Zug König G8 machen. Aha. Achso, damit man dann hier Springer... Ja, er kann dann nämlich gar nicht auf F7 nehmen. Oh nein, ich habe keine Zeit mehr. Und dann rausnehmen oder nee, weggehen? Dann aber der G6 hängt. Dame deckt das. Achso, oh, ja, dann war das. Und wenn jetzt wieder Schach kommt? Kommt ja nicht. Die Psychologie spielt immer mit. Jetzt muss ich nur echt schnell spielen. Oh nee, das ist gar nicht so gut. So, erstens Springer F3 wird sich noch gewünscht. Also ihr habt ja manchmal, tut mir meine Vorschläge, die sind ja jetzt nicht so krass. Also das ist ja noch ziemlich einfach zu bedienen. Erstens G4 hatten wir auch noch. Das ist aber nett, die Frage dass, von Peter. Das warte, ich, ist ja. Nett, dass Schachturm hier aufgegeben hat, weil auch wenn ich natürlich... Hast du wenig Zeit schon wieder? Ja. Wie viel noch? Du hast eine Minute für Dame und ja, das... Außerdem haben wir das alle gesehen, dass du sowas locker schaffst. Du hast ja gerade viel weniger. Ja, wir lesen auch die Nachrichten von Nicht-Premium-Mitgliedern. Klar. Machen wir. Aber nur die netten. Ja, die anderen blenden ja aus. Wir haben da so einen Spam-Filter. Ja. Okay, ich wollte erhöhen auf 25, hast du gesagt? Ja, aber ich glaube, wir haben gerade gar nicht so viele Challenges. Oh, die 3, endlich mal nicht so viel zählen. Naja, es ist nee, schon nett. Hä, wieso steht da 3, wenn das ungefähr 25 3 sind? 3 neue. Ach so. Ja, das ist der Trick. So. Und wir spielen. Und, warte, irgendwas war noch zu. Wann hast du dein FM? Du warst nie FM, ne? Aber wann hattest du 2-3? Das war auf jeden Fall, nachdem wir uns. 2008 ungefähr. Was? Nein. Als wir zusammengekommen sind, da hatten wir beide... Ach doch, da hatten wir beide 2-3 irgendwas. Ja, stimmt. Nee, ja, ich hatte immer so 2... Also immer. Ich bin geboren mit ungefähr 2-2-70. Ey, G4 war der erste... War schon viel länger vorgeschlagen. Tut mir leid. Ja, und dann habe ich halt in einer Auswertung direkt auf fast 2-4 mit 3 Turnieren und dann habe ich den FM-Titel nie beantragt, ja. Also ist jetzt ja auch nicht so der Türöffner, der FM-Titel. Nee. Ist zwar ganz nett, aber
Ja, man hat ja nicht so viele Vorteile durch das viele Meistertum. Naja, aber ist schon mal ein Ziel, wenn Ja, man, es ist auf jeden Fall also schon gut. ja. Aber wenn man halt das klare Ziel hat, IM zu werden, dann muss man natürlich, muss einem klar sein, es steckt noch Arbeit hinter, aber dann kann man vielleicht drauf verzichten. Jo, wie stark sind wir denn im Tandem? Ich glaube, wir haben noch Sehr nie gut. zusammen Tandem. Was, wir Ja, wir zwei? zwei. Sehr gut. Wir Ah, sind in ja. Tandem sehr gut. Naja, wenn Nico noch ein bisschen trainiert. Ja. Ich glaube, wir haben noch nie tatsächlich zusammen. Doch, wir haben ein Tandem-Turnier gespielt. Ja, Bang oder Boom oder so, ja. Stimmt, wir Wie haben ein Tandem-Turnier gewonnen mal gemeinsam, ja. Ja. Ja, ist das richtig, war also sehr gut, ja. der Anfang einer großen Liebe. Ja, beginnt mit Pokalen. Und wir So waren war es auch aber beim Schach. zu dritt und ich glaube, ich durfte fast nie spielen, weil immer wenn ich gespielt habe. Oder war das, nee, das war gar kein Tandem, das war einfach nur ein Blitzturnier in Zweierteams, oder? Das war kein Wir waren Tandem. zu dritt sogar. Ja, aber es war trotzdem kein Tandem. Nee, es war ein Blitzturnier, aber vielleicht wurde auch getandemt. Das kann doch heutzutage keiner mehr sagen. Ach, jetzt geht's ja, wann's Boah, Eingemachte. was, irgendeine Statistik wird hier gezeigt, die mir gefällt, dass ich 56,4% gewonnen habe und Nikolas nur 41,7%. Ich weiß zwar nicht, auf was sich das bezieht, aber Ja, es aber gefällt ist mir. bestimmt Quatsch. Ja, Bestimmt. Ne, das ist vielleicht die Auswertung unserer Accounts oder so. nee, ich hab hier, bin hier nicht so erfolgreich, glaube ich. Aber da muss man natürlich auch, man muss alles hinterfragen, ne? Also als mündiger Bürger muss man diese Zahlen hinterfragen. Warum ist das so? Glaube keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, ne? Ja. Sagen wir Psychologen über. Naja, es ist ja so, dass ich mit meinem, also ich spiele ja auch hier relativ viel auf Chess24 und Du hast ja vor allen Dingen viel stärkere Gegner als ich. ja, das auch. Und es ist natürlich so, wenn du jetzt nicht so häufig spielst und meistens zum Bantern, da kommt ja auch, Hä, ich spiele kommen ja ja auch wohl größere hier. Elo-Unterschiede. Was, ich spiele ja immer mit dem Account Melikolas. Das war kein wertvoller Beitrag. Was? Dein Kommentar. Na, das macht ja dann keinen Einfluss auf deinen Account. Ja, Das eben ist deswegen war es ja sinnlos, dass du das überhaupt in den Raum geworfen hast. ich bin unzufrieden mit der Stellung und jetzt quassel ich zu viel und das sorgt nicht für Verbesserungen. Aber nee, es geht eigentlich so. Unzufrieden bin ich nicht. Dann macht der Ach, F5 Brett und dann ist. groß. Echt? Haben wir versäumt. Mann, Mann, Mann. Ja, da kommt auch alles zusammen jetzt gerade. Was? Also. Auf Chess Games, War aha. ich ja noch nie. Was gibt's denn da für kuriose Statistiken? Interessant. Ja, aber ich glaube. Aber das Einzige, was man über diese Statistik mit Sicherheit sagen kann, ist, dass sie nicht der Wahrheit entsprechen. Ja, du holst ja bestimmt nicht weniger als 50%. Ich vielleicht schon eher, Nee, weil aber ich. alleine schon, weil ja nicht, also definitiv nicht alle Partien da reinkommen. Nehme ich da? Ja. Na, das ist Also, natürlich. ja. Aber ich glaube sogar fast, dass bei mir das schon eher hinkommen kann, weil ich ja auch viele starke Turniere spiele im Gegensatz zu dir. Naja, das Dass war. alle reinkommen jetzt, oder was? Na, Dass da alle Partien reinkommen, oder fast? Was? Nein, aber dass ich da natürlich dann auch mehr verliere. Du spielst ja hauptsächlich Open-Turniere, wo du ja in 95% der Partien Favorit bist. Naja, sagen wir in 80 ungefähr. Und ich spiele ja auch so andere Sachen. Und So außerdem bin ich Sachen. ja auch schlechter. Ich bin, habe ja auch in Open-Turnieren nicht nur so viele. Naja. Ist auch Ja, aber nicht das ist so ja relevant. 41% Gewinnquote. Da kommt ja noch Ach, eine Gewinnquote. Remisquote Ich dachte bei und generell dann. die. Oh, wie gut wären wir in der Weltrangliste der Pärchen? Also auf jeden Fall top. Top 100 Top, auf jeden nee, Fall, oder? 20 hätte ich gesagt. Kann sein, ja.
Na, das also Problem so ist, die meisten, die machen ja gar keinen Schmuh, obwohl doch so ein bisschen, weil die lernen sich als Schachprofis kennen. Mann und Frau sind beide Schachprofis, das sind wir ja nicht und waren wir ja auch nicht. Nee, aber so mega viele, also klar, wahrscheinlich Nummer 1 ist Giri und Supiko oder vielleicht sogar Rapport mit seiner Lady, der ist doch auch über 2,7 und die ist auch gut oder so. Ja, aber sie hat glaube ich nur 2,3, oder? Wie viel hat denn Supiko? 2,4. Ja. Wobei die schwankt auch immer sehr. Also, ja, muss ja nur noch irgendwie, wenn Carlsen jetzt sich da zusammenschmeißt, mit wem? Mit wem? Mit Huifern. Ja. Aber da gab es mal Gerüchte, aber ich weiß nicht, ob die auf irgendwas fußen. Dass oder auf jemanden, der diese Rangliste nur erstellen wollte. Ne? Dass sie mit Caruana angebändelt hat. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie Hand und Fuß hat. Oder auch nur einen kleinen Finger. Ja, also es gibt schon noch einige, die da vor uns platziert sind quasi. Ja, Neidic auch. Mit, Julia. mit Neidisch, aber das ist ja auch, Oha. Was mache ich denn jetzt? Weiß nicht. Irgendwie ein Luftloch oder so? Was gibt's denn da zu lachen? Ich verliert die Dame, oder nicht? Ja, wieso denn? Was droht Dame denn? Dame F1 war das Einzige, was noch geht. Huiuiui. Du siehst das gar nicht, wie ich mich hier abquäle. Dann, ich finde das andere Thema gerade spannender. Okay. Dann gibt's noch Grischuk mit Lachno. Ach, die ist doch auch Männer-GM. Die ist ja, ja. Dann könnten die sogar vielleicht ganz oben sein. Vielleicht sind die sogar die Nummer 1. Dann auch hier unser Daniel Friedmann. Mit wem ist der? Mit Anna Zatonski, die hat auch 2,5 fast. Oder hatte, ich weiß immer nicht so die aktuellen. Also wir merken, wir müssen beide noch ein bisschen Elo zulegen. Ja, auch Elisabeth ist noch vor uns. Noch. Ihr Mann spielt zwar nicht so aktiv, aber der hat trotzdem 2,4, glaube ich. Ja, mag sein. Jetzt hängt hier mein Türmchen. Das, dann nimmt er den weg. Muss ich mal da mit F8 machen oder so und danach den Turm hinterher. Das ist... ein bisschen Verwirrung. Also Schach ist immer gut, wenn man... brillant. Jetzt hier noch ein Schach. Und dann, wo kommt das nächste? Ja, sieht gut aus. Da kommt es. Ja, sehr, sehr viele Schachpärchen. Aber wie viele von denen haben sich denn so kennengelernt? Und die meisten waren ja schon Schachprofis, als sie zusammen sich kennenlernten. Und du meintest, wir waren vorher keine wir sind aber jetzt keine Schachprofis. Wir waren es damals, jetzt nicht mehr, aber damals waren wir Schachprofis. Da hatten wir beide so 2, 3, da haben wir uns abgeprofit. Nein, aber... Na, man könnte das noch einschränken mit gleicher Nation. Da wären wir dann ganz schön weit vorne. Weil gleicher Nation, ja stimmt, dann wären wir echt weit vorne, ja. Noch einmal hier, das möchte ich dir einmal zeigen, diese kritische Stelle hier, das ist ja furchtbar gewesen. Guck mal, es droht halt einfach nicht verhinderbar, das Nehmen. Hm. Also wenn ich jetzt H3 mache oder so, dann kommt das Nehmen und Turm D1. Und es gibt echt, ich glaube, Dame F1 ist der einzige Zug, der das verhindert. Reicht ja uns ein. Jetzt hat einer im Chat gesagt, Dame E7 gewinnt. Nee, das ist zum Glück nicht so, denn es kann noch Turm schlägt D1 kommen. Und jetzt bleiben wir auch mit einem Bauern mehr. Aber alles andere hätte verloren. Huiuiuiui. So, aber weiter geht's. Ja. Vier und zwei. Oh, zählen. Nee, Dame F2 geht eben aus diesem Grund nicht, weil dann Dame schlägt E7 kommt. 16. 21, 22, 23, 24.
Burn. So, wollen wir hier nochmal abwechselnd ziehen? Dann kriegt man auch immer alles mit. Ja, noch auch nochmal, ihr könnt auch gerne nochmal eine Custom-Challenge für heute kreieren. So, was war denn noch offen? Beschleunigter Drachen immer noch. Versuche ich mal. Ja, beschleunige mal. Abwechselnd ziehen. Boah, schon wieder. Das habe ich aber mal bei dir in Perfektion gesehen. Ach nee, vorhin war das, ja. Ach so, ich dachte, wir wollten abwechselnd ziehen. Nö, das kann ich nicht. Aber ich weiß, dass du genau weißt, was man dagegen macht. Ich habe das in der Turnierpartie gesehen, das war so beeindruckend. Wie ja, Turnierpartie ist aber auch immer was anderes, weil da bereitet man sich nochmal extra vor. Und hier weiß ich schon jetzt nicht mehr 100% die Zugfolge und das ist ja in solchen Eröffnungen dann immer kritisch. Aber wo hast du denn deine Leichtfiguren hingeklatscht? Also Springer kann... Ups. Ja, stimmt, das war ja noch meine Vermutung, dass eine Figur nicht da landet, wo sie landen soll. Aber bisher hast du es perfekt gemacht immer. So, ich nehme mal Tee. Ah, ich will nichts mehr. Ja, tut mir leid. Möchtest du auch noch einen Tee? Ja, bitte. Ist der noch warm? Nein. Natürlich nicht. Na, manchmal hält sich das ja. Auch das ist meine schöne ISR-Kanne, ne? Ja. Ja, Blindfold sollen wir spielen. Was? Ach, wir könnten das einfach mal probieren. Oh Gott. Aber da ist man ja viel zu langsam. Man kann, also, oder? Also, man kriegt schon eine Partie blind recht gut hin, aber nicht in 5 Minuten. Oder? Also, ich weiß, ich habe es ja noch nicht probiert. Nicht. Ich habe es noch nicht probiert. Also, doch, tatsächlich haben wir... aber das war noch ein bisschen anders. Das war in unserer Mannschaft in Groningen mit zum Beispiel Jordan van Forest, Matthias Blühbaum und so. Da saßen wir in der Bar und haben so ein paar Bier getrunken. Und dann haben wir auf dem Handy... Oha. Das. Da haben wir auf dem Handy einfach nur so eine App gehabt, die als Schachuhr fungiert und haben dann komplett ohne Brett, halt Blindfold, ja, so gespielt gegeneinander jeweils. Und einer war Schiedsrichter und hat dann immer so ein bisschen das. Ja. Ja, hier wurde ja auch schon vermutet, dass ich das nicht schaffe. Nein, das ist, glaube ich, nur. Ein Versuch der Provokation. Aber. Ich lass mich nicht so, nur von dir. Ja, aber auch dann ist die Reaktion nicht, dass sie das macht, was ich will, sondern weiß ich nicht. Dass du was anderes machst, was ich nicht will. Also das klappt nicht. Das klappt nicht so gut. Ja. Nein. Ja, aber wir können sowas nochmal machen für die letzte Runde. Irgendwas Besonderes. Was jetzt? Na, also wir können das, ich würde das probieren mit dem Blindspielen. Wir können aber auch Hand and Brain machen. Ja. Achso, der hängt hier. Dann hättest du ja noch Springer E7. Oder auch Läufer E7. Oh ja, der ist ja noch viel grandioser. Joa. Sehr viel Material mehr. Naja, komm. So viel jetzt nicht. Eine wurde ja erstmal geopfert. Ja, mit Material habe ich es heute. Könnte ich die Dame gewinnen irgendwie? Ja, mach doch dann der. Super. Was hast du mit Material? Das noch optimieren. Du zählst nicht so heute. Ja, heute habe ich da keinen guten Blick für. Was? Muss ich nur abzählen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, diese primitiven Dinge liegen mir halt nicht so. Ja, ist zu einfach. Ja, was damit C7, Springer dann? D5. Dame ist doch futsch. So, deswegen hat er. Ah, das hat ihn vielleicht gestört. Eigentlich würde ich es auch ganz gerne wissen wollen, ob ich das hinbekomme. Also, wenn du dann ziehst und... Und einen sagen wir mal. Und ich, ja. Na gut, dann machen probieren wir das mal. Vielleicht kann man aber 5 gegen 10 oder so machen. Ich glaube, das würde jetzt in der Umsetzung zu lange dauern, weil dann müssten ja die Leute erstmal alle ihre Challenges umstellen und so. Stimmt.
Mit Evans Gambit auch noch. Oder Evans Gambit. Wie, was war das nochmal? Ich weiß nicht. Du hast das, glaube ich, immer richtig gesagt und ich da habe dann irgendwann mal gesagt, dass das falsch ist. Und seitdem bist du verunsichert. Ja. So ist das. Ich werde immer verunsichert, ja. Das ist ja auch mein Job. Du bist auch gerade ein bisschen hinter Ja, ich überlege, ob ich Springer D3 spiele. Aber vielleicht tut es auch einfach nicht Not. Du hast ja schon so viel Material. Aber es ist eigentlich auch blöd, so zu denken. Man muss trotzdem rechnen, ob es geht und wenn es geht. Und ich bin mir sicher, dass es geht, dann spielt man es halt. Ja, ja, ja geht ja immer noch. Aber er hätte auch Springer C6 spielen können. Dann wäre es nicht mehr gegangen. Erstes F3 möglichst. Also wenn wir G4. Blind machen, dann spielen wir, glaube ich, was Normales, oder? Weil sonst ist es super schwer. Ja, normal in Anführungszeichen, aber ja. Ja. Ja, wenn man sich nicht mal auf seine Eröffnungskenntnisse dann verlassen kann. Muss man ja bei jedem Zug richtig denken. Aber ich glaube, das ist halt, also Blindschach ist eine extreme Übungssache. Das muss man einfach machen. Deswegen, ich habe es lange nicht mehr gemacht. Nee, ich da auch ein bisschen am zweifeln, ob das gleich klappt, aber gucken. Ja, jetzt musste ich erstmal Matt setzen. Kannst du bitte aufhören zu gehen? Tut mir leid, das war. Nein, das war alles gut. Ja, also dann bereite dich doch schon mal darauf vor. Nein. Was? Einmal Dame B6 und dann ist das. Na gut. Ausnahmsweise, manchmal. Oha. Jetzt wird hier richtig. Dame F2 und Matt. Was? Es ist ja nur noch nicht vorbei. Er hat sich für das Spiel bedankt. Aber noch gar nicht aufgegeben. Gerade im Chat danke für das Spiel gesagt und dann war es nur noch nicht vorbei. Ja, das ist wie so, wenn du dann in der Partie. Na gut, dann nimmt der andere und dann, okay, Remis. So was kriegt man ja immer als Kind erzählt. Nein. Macht man auch als Kind. Oder mit dem Filz unter der Figur, ne? So, ich hoffe, dass wir weiß haben. Hat dein König auch Filz drunter? Hm. Ja, dann drehe ich mich jetzt um oder kriege ich deinen Schal? Ah, du, wir haben doch so eine coole Augenbinde. Nee, das wollen wir jetzt nicht. Ich nehme den Schal. Springer F3 habe ich ja schon gesehen. Warte. Naja, ich verspreche auch, dass ich keinen Schmuh mache. Also Springer F3, ja. Mhm. D5. C4. E6. Soll ich jetzt eigentlich auch währenddessen quatschen oder soll ich jetzt hier D4? Springer F6. Du musst nur schnell ausführen. Ja, Springer C3. Läufer E7. Läufer G5. Rochade. E schlägt D5 Pre-Move. Oh Gott. Dame C2. H6. Läufer F6 Pre-Move. Kam es dazu? Nein, das würde ich dir schon sagen. Es wurde gefragt, ob irgendwelche Traumziele. Jetzt kam Läufer F6, Läufer F6. Ah, gut. E4. Rausnehmen. Traumziele, die wir haben, bitte. Ich beantworte. Springer schlägt E4. Also, ich würde ja schon gerne noch ich IM muss jetzt werden. Echt denken. Ja, soll ich jetzt aufhören zu reden? Läufer schlägt D4. Ich würde gerne IM werden. Springer schlägt E4. Dame D4. D4, ja, meine ich auch. Läufer D3.
Springer C6. So, Zeit, du hast noch 3 Minuten 50, Rochade kam. Oh Gott, jetzt müsste ich natürlich. Springer B4. Jo. Oh, ich darf das vielleicht nicht so kommentieren. Und wenn ich schon sonst nichts sagen darf, dann muss ich wenigstens mit meiner Stimmlage hier. Hey. So, dein Gegner hat noch 3 Minuten 40, also ihr habt ungefähr gleich viel Zeit. Oha, läuft. Ja, zieht er nicht mehr, oder? Nein, er überlegt. Ganz ruhig. Ja. Ich werde schon nicht hier vergessen, dir das. Und damit D2. Springer schlägt D3. Springer C3 kam. Dame schlägt C4. Ich baller das jetzt alles weg. Ja. Auch wenn das vielleicht gar nicht so klug ist, aber ich glaube schon. Turm F nach D1. Ja. Springer E5. Du hast jetzt mehr Zeit, 3 Minuten zu 2 Minuten 40. Eine Figur mehr und einen Bauern, aber ich muss mich noch entwickeln. B3. Dame G4. Wie schnell du spielst. Ja, aber das hatte ich auch schon vorher gehofft, dass das kommt. Na, erfüllt mein Schal wenigstens noch was. Was macht der? Der erfüllt noch seinen Zweck. Hier. Kann ein bisschen Oh, bitte reinschniefen. nicht. Bitte nicht. So, 1 Minute 35, Dame E3. Ja, Springer G6. Und was habe ich? 2 Minuten 50. Okay. Liegt also gut in der Zeit. Turm E, Entschuldigung, D4. Dame G5. H schlägt G, Primo. Dame D3. E5. So, bei dem Gegner wird jetzt die Zeit langsam knapp. Müsste auch mal hier. 53 Sekunden noch und du hast noch 2 Minuten 30. Springer E4 kam. Aha. Aber dann macht's doch mal trickreich hier.
Ja, ach, keine Ahnung, dann macht Dame E7. Was hattest du sonst noch überlegt? Na, Dame G2, Springer Ach so, F4 und sowas. Ja, funktioniert aber glaube ich nicht. Na, Turm C4. Läufer E6. Turm C3. Zum AD8. Dame D2. Ja, nimm mich raus, Turm D2. Er hat auch gerade schon aufgegeben. Hey! Yay! Oh. So, jetzt kann ich wieder reden. Ja, ganz schön ruhig Wundervoll. gerade Ja, gewesen, du du hast mir ja Sascha. den Mund verboten. Ja, es war nur ein bisschen irritierend, weil, ja, aber, ja. Ist das hell hier? Ja, aber voll gut. Das hätte ich nicht. Also ich würde das auch nicht so schnell schaffen, glaube ich. Können wir ja vielleicht irgendwann mal testen. Aber voll gut. Das ist doch auch so. Weil ich finde das dann immer schwer, so zu wissen, zum Beispiel, ob man H6 stehen hat. Ich finde, solche Sachen vergisst man dann häufiger Ja, da habe mal. ich mich auch gefragt, aber dann war ich mir sicher, ich habe H6 ja gespielt, als Läufer G5 kam. Also. Das Problem ist gerade echt, wir haben ja mehrere, also zwei Studioscheinwerfer und ich hatte jetzt die ganze Zeit die Du bist Augen zu. erblindet. Es ist wirklich sehr hell. Sehr hell. Deswegen musst du jetzt die nächste spielen? Na, so viele Partien haben wir gar nicht mehr. Ah. Stimmt. Na, eigentlich war es das auch schon für heute. Das war Das war der doch auch ein schöner schöne Abschluss. Abschluss. Da brauchen wir jetzt nicht noch. Brauche ich jetzt nicht noch diesen Eindruck zu zerstören. Das Einzige, was ich mich gefragt habe, war, ob es hier, ob das irgendwie noch, aber ich glaube Ich nicht. glaube, es macht keinen Sinn. Du musst ja dann auf D3 schlagen und dann nimmt Ja, der dann nimmt Turm er raus und wieder. dann dachte ich, kann man hier vielleicht Ja, irgendwie, und aber dann kommt Turm E3, F3. ne? Das habe ich mir so eigentlich Ja. auch gedacht, das war schon okay so. Ja, das war, was ich mich noch mehr gefragt habe, ist, ob er A3 gespielt hat. Weil Läufer D3 war schon ein bisschen verwirrend. Und dann habe ich gefragt, hat er A3 stehen oder nicht? Aber gut, wenn man sich nicht dran erinnert. Also, ich war mir, ich wusste nicht, wann er das hätte machen sollen. Also, war, glaube ich, so, wie ich es mir vorgestellt habe. Gut, danke für die Partie an. Gegen wen habe ich überhaupt gespielt? Gegen Nonin. Ja, war nett. Danke euch allen fürs Mitmachen, fürs Chatten, für eure Wochenendtipps. Genau, lass uns mal. Ich kann nicht lesen gerade. Was denn? Was Meine soll Augen. ich dir denn vorlesen? Ah, ich wollte Ach hier in so. den Bildschirm gehen. Also, du hast, glaube ich, alles gesagt. Hören kannst du noch gar Hören kann ich noch. Insbesondere, dass wir natürlich darauf hinweisen wollen, dass am Montag wieder unsere Mittelspielshow am Start ist für alle die, die sich eben nicht sicher sind, was ist ein Vorposten, wie spiele ich damit und so Nee, weiter das und so hatten wir fort. schon. Ja, aber Die können sich unsere Mittelspielchen. Serie nochmal anschauen. Also die unter euch, die sich sagen, Mittelspiel kann ich alles, für die ist das dann nichts. Für den Rest kommt gerne am Montag 20:15 Uhr mit rein, macht mit beim interaktiven Training und ansonsten schönes Wochenende. Bis bald. Und bis bald. Jo, tschüss. Ich finde den Button.